select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Liebe Zuschauer, dann darf ich zur Pressekonferenz kommen. 18. Spieltag, Nachholspieltag. Erster CFR Pforzheim gegen den FC 08 Villingen. Endergebnis 1:2. Die Torschützen in der 32. Minute Dominik Salz zum 1:0. Dann der Ausgleich kurz vor der Pause, 45. Minute durch den Spieler Obuka. Und dann direkt nach der Pause in der 47. Minute der Spieler Niedermann mit dem 1:2 Endstand. Ich begrüße beide Trainer hier bei mir. Jago Maric vom FC 08 Villingen und auch unseren Trainer Gökhan Gökçe. Und darf auch gleich das Wort an die beiden Trainer weitergeben. Herr Maric, 3 Punkte geholt auf dem Weg in die Regionalliga oder wie sehen Ihre Ziele aus für die restliche Saison? Ja, erstmal einen schönen guten Abend zusammen. Natürlich sind wir sehr froh und glücklich über diesen Sieg. Das hat für uns nicht so ideal angefangen. Wir hatten eine sehr lange Anreise, sind 3 Stunden hergefahren, sind 1 Stunde im Stau gestanden, 1/2 Stunde vom Spiel hergekommen. Und uns war es wirklich klar, dass es hier ganz, ganz schwer wird. Vor allen Dingen, CFR ist zu Hause eigentlich richtig stark. Gegen Ravensburg, denke ich mal, auch unglücklich verloren. Wir selber sehr viele Probleme, viele Spieler verletzt, unsere beiden Stürmer nicht dabei gehabt. Von dem her bin ich wirklich sehr zufrieden und ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Am Anfang haben wir sicherlich ein bisschen Probleme gehabt, da war Pforzheim sehr präsent, viele Zweikämpfe gewonnen, 2 Bälle gewonnen. Haben wir schon ein bisschen gebraucht, ja. Auch dann verdient 1:0 in Führung gegangen. Aber danach war ein gutes Zeichen von unserer Mannschaft. Wir haben uns nicht hängen lassen. Sicherlich auch ein bisschen glücklich, kurz vor der Halbzeit des 1:1, quasi aus dem Nichts. Wirklich, ich habe meinen Spielern gesagt, das kann einen Beinbruch geben für Pforzheim. Kurz vor der Halbzeit habe ich es nicht zugelassen, dann kriegen sie 1:1. Und es war es wirklich tatsächlich so, kurz nach der Halbzeit haben wir das 2:1 gemacht. Und danach, denke ich mal, waren wir auf jeden Fall viel besser. Pforzheim hatte bis zu der letzte Chance, wo Tardelli übers Tor, der muss schießt, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber sonst, denke ich mal, haben wir sehr gut gemacht. Hinten sehr stabil geblieben, 2 Bälle gewonnen. Nach vorne immer wieder Möglichkeiten gehabt. Ein bisschen Glück hätte man vielleicht ein bisschen ruhiger eine oder andere Möglichkeit ausspielen können. Vielleicht auch das 3:1 nachlegen können. Das haben wir vielleicht ein bisschen versäumt. Aber mit Einstellung, mit dem Willen bin ich sehr, sehr zufrieden und wirklich stolz auf die Mannschaft. Man darf wirklich nicht vergessen, wenn ich den Kader von Pforzheim sehe und unseren Kader, wir haben wieder heute 3 U23-Spieler, 2. Der Wolkamp müsste gleich nach 10 Minuten wieder ran. Wir haben 2 U23-Spieler auf dem Feld gehabt und von dem her ein Riesenkompliment an die Jungs. Und es ist für uns wirklich Woche für Woche nicht einfach. Weil wir einfach personell wirklich sehr dünn besetzt und ein bisschen Pech haben. Wir müssen halt schauen, dass wir wirklich uns erholen. Aber man sieht wirklich, dass wir eine tolle Mannschaft sind. Als Aufsteiger spielen wir eine überragende Runde. Jetzt wollen wir versuchen, zu Hause nachzulegen. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig für uns, wenn wir das machen könnten. Von dem her bin ich sehr, sehr glücklich. War ein hartes Spiel. Zum Schluss würde ich sagen, wir haben uns diesen Sieg erkämpft. Waren jetzt kein gutes Spiel. Von der Spielanlage war es schwierig, auf diesem Platz Fußball zu spielen. Aber ich denke mal, beide Mannschaften sind beherzigend Spiele reingegangen. Viele 2. Bälle. Von dem her kann ich mit diesem Sieg sehr leben. Und nochmal Glückwunsch und Kompliment an die Mannschaft. Eine Frage noch. Der Spieler Damian Kaminski musste relativ früh schon ausgewechselt werden, verletzt. Haben Sie schon Informationen, wie es ihm geht? Sprunggelenk. Also wir hoffen wirklich nicht, dass er noch dazukommt. Sonst ist es sehr, sehr bitter für uns. Wir hoffen, dass es nicht Schlimmes ist. Also wie schon gesagt, wir müssen erstmal morgen abwarten. Morgen ist er beim Doc. Dann hoffen wir, dass es nicht Schlimmes ist. Ja, vielen Dank, Jago Maric. Gökhan,
wie letzten Samstag eigentlich. Ne? Erste Halbzeit, wenn man von der Anfangsphase vielleicht absieht, sehr gut gespielt. Der Kollege hat es schon gesagt, verdient, auch in Führung gegangen. Dann kurz vor der Pause der Ausgleich, kurz nach der Pause dann der nächste Treffer der Gäste. Erste Halbzeit lief so gut, die zweite Halbzeit aber dann der Bruch. Wie erklärst du dir das? Ja, erste Halbzeit war gut. Wir waren voll dabei, sind sehr gut in die Zweikämpfe reingegangen, haben auch die Zweikämpfe gewonnen. Wir haben auch von vornherein gewusst, dass es halt ein Spiel sein wird, wo viele lange Bälle oder Standardsituationen spielentscheidend sein werden können. Und ja, auch das Filling viel mit langen Bälle spielt. Deswegen auch die große Abwehr. Und das Wone, der es zum ersten Mal gespielt hat, hat es auch überragend gemacht. Am Anfang war er ein bisschen nervös. Ja, erste Halbzeit 1-0 verdient geführt. Hätten vielleicht mit dem Freistoß auf 2-0 erhöhen können. Dann kassieren wir unglücklicherweise das dritte Mal hintereinander jetzt, kurz vor der Halbzeitpause. Diesmal war es ja noch knapper, 15 Sekunden vor der Halbzeitpause das Tor. 1-1. Alle geknickt in der Halbzeitpause, na, sprechen gewisse Sachen an oder auch durch für die zweite Halbzeit, dass wir es anders machen, dass wir jetzt diesmal besser in die zweite Halbzeit reinkommen, nicht wie in den vorherigen Spielen. Und das war ja dann in dem Falle mit dem Gegentor vom Ergebnis her schlechter. Und ich denke auch, dass es eine Kopfsache dann am Endeffekt war, dass wir nicht mehr in die zweite Halbzeit uns reinspielen konnten. Wir sind nicht mehr gut in die Zweikämpfe reingekommen. Es war auch ein Aufschwung für Villingen. Und wenn man auch oben steht, dann funktioniert auch das ein oder andere wahrscheinlich besser. Die zweite Halbzeit haben wir auf jeden Fall nicht gut gespielt. Ich habe auch so gewechselt, dass wir eigentlich nur noch offensive Spieler auf dem Spielfeld haben. Habe meinen Stürmer, Außenstürmer links hinten spielen lassen. Hat einfach nicht geklappt. Und gibt keine Erklärung für die zweite Halbzeit, das war nicht gut. Glück hätten wir mal haben können mit Joao seiner Chance in der letzten Minute oder in der letzten Aktion, haben wir auch nicht gehabt. Wir kämpfen weiter, jetzt kommt Bissingen oder wir fahren nach Bissingen, wird, ich glaube, das schwerste Spiel in der Runde sein, vor allem in Bissingen, das Spiel, einer der spielstärksten. Dort werden wir auch unser Bestes geben. Wir lassen den Kopf nicht hängen, stecken nicht in den Sand. Ich denke, wir haben immer gekämpft, waren immer auf dem Platz und haben immer volle Leistung gebracht. Und das werden wir auch tun. Jetzt kommen auch nach Bissingen die Spiele, da wo es drauf ankommen wird. Wir sind immer noch im Pluspunkt, also wir haben immer noch Plus gegenüber unsere Konkurrenten, die um den Klassenerhalt kämpfen. Und ja, Villingen wünsche ich noch eine gute Runde. Ich hoffe, dass sie den zweiten Platz erreichen. Als Mannschaft spielen sie meiner Meinung nach als Mannschaft den besten Fußball. Und gute Heimreise auf jeden Fall. Ich habe mal folgende Frage an dich, Gökhan. Vorne war es ja so, dass eigentlich Schweiger auch Salz recht gut die Chancen sich zugespielt haben oder recht gut harmoniert haben, aber dann doch manches nicht zum Tragen kam, außer in der einen Aktion. Und hinten war es dann so, dass doch viele Leichtsinnsfehler dann entscheidend waren, dass oft auch irgendwie die gegnerischen Spieler freistanden und deswegen meistens wenige Meter vor dem Tor dann auch die gefährlichen Situationen, auch die Gegentreffer kamen. Was kann man da verbessern? Außer, dass man halt den Spielern sagt, du kannst ja nicht selber mitspielen, aber was kann man da, wo kann man dann Hebel ansetzen? Vor allem auch vor diesem schwersten Spiel jetzt in Bissingen. Beim ersten Gegentor war es so, dass wir nicht eng genug dran waren oder auch nachdem wir den Freistoß oder Eckball klären, köpft der Dominik raus, da stoßen wir nicht schnell genug raus, gehen nicht zum Ball. Und die spielen den Ball oder versuchen den Ball wieder reinzuspielen, der geht ja nach außen. Dann hat der Spieler einen kontrollierten Ball, den er sich zurechtlegt und den Ball in die Mitte schlägt und oder reinpasst. Da muss man einfach schneller rausstoßen, schneller anlaufen, den Spieler die Zeit wegnehmen. Und in der zweiten Halbzeit, das zweite Gegentor war ja etwas auch unglücklich oder clever von dem Spieler, der dann durchgelaufen ist.
Ja, oder ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einen Blauen gesehen, der langsam rausgelaufen ist, aber ich weiß nicht, wer es war. Da muss man im Video nochmal nachschauen. Ja, wir müssen auf jeden Fall enger rangehen und ja, vor unserem Tor explosiver sein und vor dem gegnerischen Tor explosiver sein, weil dort entscheiden sich halt die Spiele. Dort schießt man Tore oder kassiert man Tore und da darf man halt nicht abschalten. Und ja. Ich habe dann auch noch eine Frage zu den vielen gelben Karten. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es, glaube ich, 6 gelbe Karten gegen den CFR. Das war übrigens, glaube ich, nicht Bendinger, sondern Reisig. Reisig, ja. 6 gelbe Karten und 2 gegen die Villinger. Ist es nicht auch so, das waren ja nicht alles böse Fouls, aber dann trotzdem Fouls oder auch Meckern manchmal, bei denen man gelbe Karten geben kann, sind die Spieler, was man ihnen ja nicht verübeln kann, vielleicht manchmal ein bisschen sogar übermotiviert oder woran liegt das? Man könnte auch sagen, nicht beherrscht, aber ich will es positiv formulieren, übermotiviert. Also ich glaube, es war 3-mal Meckern und ich verstehe meine Spieler. Weil ich glaube, viele Kleinigkeiten wurden, oder extrem wurden Kleinigkeiten halt heute gegen uns entschieden. Und wenn dann sich ein Spieler aufregt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und das sind Emotionen und es ist ja auch schön, wenn das nicht so wäre, wäre es emotionslos und ja, das würde uns am Arsch vorbeigehen. Aber mit diesen Aktionen sieht man auch, dass man mit sich selber unzufrieden ist, dass man mehr machen möchte und auch ja, nicht unbedingt Schuld bei anderen sucht. In dem Fall hatten sie ja eigentlich meiner Meinung nach auch recht. Ja, ist okay. Also die 3 gemeckerte Aktionen, blöd wäre es gewesen, wenn sie noch Gelbrot dadurch bekomme. Aber ja, Schiedsrichter hat sich von seiner Linie nicht blockieren lassen oder verändern lassen nach den Ansagen meiner Spieler. Hat weiterhin Kleinigkeiten gegen uns gepfiffen. Ja, die lege sich den Ball 20 Meter vor und wir kassieren fast ein Tor nach einem Freistoß. Und wenn mein Spieler sich den Ball 3 Meter vorlegt, legt er ihn 4 Meter wieder zurück. Ja, und so Schubser und was weiß ich was, komische Aktionen, dass man da Geld bekommt also, oder Fouls gibt. Das ist Kindergarten-Pfiffe gewesen, meiner Meinung nach. Aber ich will Schuld nicht bei dem Schiedsrichter suchen. Die Tore hat er nicht geschossen. Ja, weiter geht's. Dann an den Herrn Maric noch eine aus meiner Sicht abschließende Frage. Sie hatten ja vor dem Spiel deutlich gemacht, dass einer Ihrer Hauptgegner der Platz ist auf dem Holzhof. War das jetzt so schlimm hier? Ja, nein, ich habe ja nur gesagt, dass es hier schwierig sein wird, weil wir hier kontrollierten Fußball spielen können. Und das war mir klar, deswegen sind wir auch nicht so das Risiko gegangen, wie wir sonst eigentlich spielen. Wir wollten heute einfach auch spielen und ja, nach dem Spiel, wenn du gewinnst, ist vieles aufgegangen. Von dem her, sicherlich, Platz ist nicht ideal, aber ich habe jetzt nicht über den Platz hergeschumpft. Mir war es klar, dass wir nicht unsere Linie durchziehen könnten. Von dem her, keine Kritik. Wir sehen uns wieder am kommenden Dienstag, 1. Mai, 15 Uhr im Holzhofstadion. Empfangen wir den FC Astoria Walldorf. Unseren Gästen wünsche ich einen problemloseren und guten Nachhauseweg, als der Herweg war. Noch alles Gute für die weitere Saison und vielleicht klappt es ja mit dem Aufstieg, mit dem Direktdurchmarsch. Alles Gute für heute. Und, Dankeschön. Und ich hoffe, ihr holt was in Bissingen für uns. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.